Hallo zusammen und zurück zu einer neuen Folge von Disney's Dreamlight Valley. So, in dieser Folge werde ich mich natürlich wieder um den Sternenpfad kümmern, weil diesmal wollte ich alles freischalten. Das heißt, wir werden erst ein bisschen Nachtdorn entfernen. Aber ich glaube, diesmal sollte es besser funktionieren. Wir holen nochmal die Matroschka. Können wir Jack freischalten noch mit. Stitch-Aufgabe will ich auch machen. Noch zu Ende. Die Kaffeebohne gleich pflücken. Nach Dagobert will ich noch. Und ja. Aber erstmal machen wir ein paar Aufgaben. Vom Sternenpfad. Oh, die Mondsteinkiste. Nehmen wir mit. Ich wollte ja immer noch dieses eine Teil. Von Winnie Pooh. Aber sind alle Mondsteine weg. Mein Park rief auf dem Sternpfad zurück. So, das hätten wir auch. Du lässt so viele Wünsche wahr werden. Gehen wir mal ganz nach Dagobert. Gucken, was der so Schönes hat. So. Event. Genau. Baue Edelstein ab, genau. Das heißt, ich will gucken. Obwohl, das sind ja nicht bestimmte Edelsteine. Da mache ich erstmal keinen Trank für. Geh angeln, stelle etwas her. Da haben wir ja schon mal ein bisschen. Wen hatten wir denn noch für Bergbau? Charaktere. Olaf, genau. Olaf war's. Gut. Geh mit Olaf gleich ein bisschen Bergbau machen. Ein bisschen Steine kloppen. So, mal gucken. Und was verkaufen will ich unbedingt auch. Dass wir uns hier die Ritterrüstung. 40.000. Aber ich hole sie. Das war es jetzt wert. Das war es einfach wert. Das andere brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das habe ich so viel Geld ausgegeben. Ja. Aber die war nice. Wo ist denn Olaf? Nehmen wir Olaf gleich mal mit. Gehen wir ein bisschen Steine kloppen. Er ist da oben. So. Oh, Olaf. Hey, warte. Möchtest du mit mir was unternehmen? Ja, das tun wir gerade. Ich nehme mir aber mal ganz kurz für unterwegs sowas hier mit. Dann fahren wir da oben in den eisigen Höhen an. So. Und gehen wieder alle Biome durch. Na, ein bisschen noch ein Charakter gelevelt. Nebenbei ist mal nicht so schlecht. So. Ja, hier müssen wir auch ernten nachher. Zu Verkauf. Aber dann pflanzen wir nur Kürbisse an danach. Weil Kürbisse besser sind. Die kommen später auch im vergessenen Land, aber bislang sind da noch die Flammen. Deswegen, hier ist noch eine Matroschka. Nehmen wir, ich weiß gar nicht, war es 4 oder 5? Weiß ich jetzt gar nicht. Nehmen wir alle mit, die wir finden. Auf unserer Reise. Und dann werden wir uns auch um diese Aufgabe kümmern. Heute noch vielleicht. Das wird Jack freischalten. Ja, ich glaube. Na, ich steck fest. Auch toll. Das ist vielleicht Jack freischalten noch in dieser Folge. Und vielleicht Stitch-Aufgabe auch zu Ende bringen. Mit der Kaffeebohne. Irgendwann kümmern wir uns auch noch mal um die Tiere, dass wir die überfüttern und als Begleiter bekommen können. So. So. Und Olaf hat ein Level up. Perfekt.
Weil ich werde mir erstmal wieder das holen, was am wichtigsten ist. Und dann gucken, wie viel ich am Ende habe. Für die anderen. Würde ich sagen. Weil die Gegenstände will ich haben. Die Frisuren sind alles hier kurzer. Frisuren sind mir nicht ganz so wichtig. Deswegen hoffe ich, dass ich auch bald mal mehr Charaktere habe und weiter bin. Dass wir dann eventuell du da. Ich brauche dich. Wie viel habe ich denn jetzt von dem Matroschka? 3. Dass wir dann eventuell Sternfall auch besser schaffen. Weil wie das eine hier. Dieses mit dem Roboter. Mit leuchtenden Augen. Damit ist, glaube ich, Eve gemeint. Ich glaube nicht Wally, weil der hat ja keine leuchtenden Augen. Es ist zwar ein bisschen blöd gemacht, weil es gibt ja welche, die haben die Erweiterung gar nicht. Weil Eve kommt ja nur mit der Erweiterung. Er hilft in Time. Deswegen, aber so weit sind wir ja nicht, dass wir da angelangt sind. Ich wollte erst das Hauptvalley fertig machen. Mit den Charakteren. Bis wir da freischalten. Eigentlich war so der ursprüngliche Plan. Ich guck mal kurz zwischen den Bäumen, ob hier nicht irgendwo noch eine Matroschka ist. Hättest du Interesse an einem kleinen Quid pro Quo? So. Dann gehen wir jetzt auch noch mal ins vergessene Land. Deswegen werde ich mich auch bald um die gute Fee kümmern, dass wir das Feuer wegkriegen. Dass wir dann da mehr Kürbisse anpflanzen können. Dann machen wir dann ein ganz großes Beet. Mit Kürbisse. Da ist eine Matroschka. Und dann kümmere ich da jetzt mal um Stitch-Aufgabe noch, wenn wir ein paar Sachen gemacht haben. Und ich werde dann auf jeden Fall nochmal nach Venedope gehen, ihr ein paar Blumen geben. Danke. Warte mal, wir könnten so einen Raben füttern. Ich glaube, ich habe was da. Weil die mögen am liebsten das hier. Danke. So. Oh, das ist nur eine Erinnerung. Nehmen wir mal mit. Ich fühle mich, als wäre ein Loch in mir. Nein, ich fühle mich, als wäre ich größtenteils ein Loch mit nur einem kleinen Teil der Person, die ich einst war. Ich fühle mich so allein. Aber hier noch. Hopp. So. Wie viel haben wir denn schon von dem Event? 7. Warte, warte, warte!
So. Hier hinten ist auch noch eine Erinnerung. Es gibt einen dunklen Ort am Rand des Tals. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, fühle ich mich innerlich traurig und kalt. Vielleicht können wir ihn dekorieren und etwas heller machen. Ja, dekorieren machen wir auch noch. Alles mit der Zeit. So. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. So. Ich glaube, wir kommen hier noch eine Matroschka irgendwo ist. Ich weiß nicht, ob wir noch eine brauchen. Oder ob das schon reicht. Ich muss auch unbedingt Merlin und Scar machen, weil ich will auch diese Knochen und Pilze wegbekommen. Ich will doch mal so einen Vogel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. So. Machen wir auch mal eine Mine, weil da kriegen wir diese blauen Dinger. Und die brauchen wir ja. Oft auch für unsere Tränke. Guck mal, hier leuchtet der Rucksack drin in der Mine, weil es hier dunkler ist. Nice. Ich glaube, das wird mein neuer Lieblingsrucksack. Hier, das haben wir auch noch gar nicht geöffnet. So. Bisschen was essen. Hat das schon mal gemacht, aber ich mache die Mine trotzdem noch zu Ende. Kann ja nicht schaden. Stelle etwas her, ja. Erledige herrschaftliche Aufgaben. Verbringe Zeit mit den Nachbarn. Geh angeln. Ja, ich muss ja auch noch ernten gehen. Deshalb bringe ich gleich auch noch Zeit mit dem Nachbarn. Das mache ich, glaube ich, als nächstes, weil wir brauchen ja Geld. Nehmen wir vom vergessenen Land schon mal 50 Samen Kürbisse mit, dass wir die da hinten anpflanzen können. Dazu nehmen wir aber, werden wir da oben aber nichts mehr pflanzen an den eisigen Höhen. Weil ich pflanze nur Kürbisse. Die bringen am meisten Geld und wir brauchen dich immer, ja. Zum nächsten Rennen. So.
Genau, Olaf. Das war's denn erstmal. Hallo, ich bin Olaf. Ich würde gern mit dir sprechen. So. Und dann kümmere ich mich um Stitch. Und dann noch um die Matroschka. So. Ich nehme von da oben erstmal Kürbissamen mit. Den großen Stein nehme ich auch mal mit. Steine können wir auch mal gebrauchen. So. Hier machen wir dann ein bisschen größeres Feld. Würde ich sagen. Später. Machen wir ein paar Bäume weg, ein größeres Feld. Werden wir die Dinger nicht mehr haben. Ja, kaufen. Ja, kaufen war das. Genau. Wow! Waren das hier eigentlich? Warte mal. Bei Sammlung. Ja, gab es auch ein vergessenes Land. Gut, das ist gut. Dann können wir auch Kieselsteine hier finden. Dann werde ich eins zum Graben mitnehmen. Werden wir das große Feld ausgraben. Nehmen wir dann Remi mit. Venedope werde ich erstmal so leveln. Mit ein paar Blümchen. Deswegen nehme ich schon mal welche mit. Dir ist klar, dass du mit mir sprechen willst. So. Werde ich da ein paar Sachen herstellen? Vielleicht Eisenbahn, die man immer braucht? Mal gucken. Haben wir denn genug von diesen Eisen? 99, dass ich ein paar herstellen kann? Ja, ein paar haben wir. Will ein paar herstellen. Gleich. Ich selbst hätte keinen schöneren Tag herbeizaubern können. Genau. Haben wir das nicht auch schon mal erledigt? Zehn Stück von. Ja. Werden wir so noch wieder neu farmen, wenn wir wieder Bergbau machen. So. Genau. So haben wir schon einiges gemacht. Haben wir noch keine Eisenbahn gehabt? Doch, hier. Okay. So, dann gehe ich jetzt erstmal. Was müssen wir noch machen? Arbeite eine Schicht im Restaurant. Das können wir gleich mal machen. Weil da sind, glaube ich, welche drinne. Elsa, du kommst mal ganz kurz mit, weil dich brauche ich gleich zum Ernten. Bitte, ich brauche deine Hilfe. So. So. Du willst das, du das. Okay, zweimal kann ich machen. Einmal das. Und einmal S'mores. Genau. Ich habe deine Bestellung. Bis bald. Ich habe deine Bestellung. Ihn müssen wir noch zum Angeln mitnehmen. Wir müssen ja noch mal angeln gehen.
Meine Lieblingsbeschäftigung. Wo ist Venedope? Die suche ich auch mal kurz. Die ist da unten. Gut, dann gehen wir kurz zu ihr, dass wir ihr die Blumen geben können. So. Das sind meine Kürbisse, die ich hier vorne gepflanzt habe. Die werden in mein Lager kommen. Wo ist sie denn jetzt? Die ist da oben. Aber wir brauchen auch mal Zutaten. Warte, warte, warte! Hallihallo! Hier drüben! Warte! Hallo! Ah! Yeah! Ja, das war's! Ich hab was für dich. Paar Blümchen. Ich bräuchte deine Hilfe. Okay. Schaffe nicht ganz auf 9. Macht jetzt aber nichts. Nur, dass ich mal ein bisschen gelevelt habe. So. Genau. So. Und jetzt gehen wir zu eisigen Höhen. So. Hier pflanzen wir aber nicht neu, das verkaufen wir jetzt. So. Genau. So, gehen wir nochmal zur Lichtung. Guck mal ganz kurz, ob das zählt. Verbringe Zeit mit deinen Nachbarn. Ja, zählt. Wir gehen nochmal dahin, weil ich brauche noch andere Samen für mein Beet für mich. Deswegen holen wir uns mal welche. So. Und zwar Kartoffeln. Schön, dich zu sehen. 54 Mal. So. So. Naja, die Säule haben wir jetzt hier vorne für unseren Dream Snaps letztens hingepackt. Weil ich will einiges schaffen an Aufgaben heute eigentlich, dass wir vielleicht schon mal was freischalten können. Aus dem Sternenpfad. Oh,
Sie ist auch schon Level 9. Ist super. So. Halt! Bin nicht zu sehen. Ich glaube, dahinter liegt noch ein Kürbis, genau. So weit geflogen. Hallöchen! So. Kriegen wir mal wieder ein bisschen Zaster. So. Genau. Das war natürlich ein größeres Kürbisfeld da oben später. So. Pflanzen wir mal neu. So. Ich will nicht auch unbedingt bald mein Haus ausbauen. Eigentlich. So. Super. Hat es denn jetzt schon ein bisschen was? Ja, dann bleibt sie auch noch mein Begleiter bis. So, warte kurz. Bis das abgeschlossen ist. So. Das nehmen wir mit. Für mich. Als Zutaten. Aha. Nein, wollt ihr mit dir reden? So. Ach, ist schon vorbei. Kürbisvorräte anlegen. Haben wir auch geschafft. Stimmt, das Halloween-Event kommt auch bald wieder. Ich weiß gar nicht mehr das genaue Datum. Nehmen wir mit, was haben wir hier? Das hier und das. Ja, dafür kriegen wir einen tollen Gegenstand. Perfekt. So. Pflanzen wir Kartoffeln ein.
Ich bräuchte deine Hilfe. Dir ist klar, dass du mit mir sprechen willst. Ja, Maui, machen wir auch noch. So, dann kannst du jetzt gehen. Hallo. Tschüss. Vielen Dank. Und dann bringe ich mir quasi Sachen weg. Und dann kümmere ich mich mal ganz kurz um andere Aufgaben. Moment, ich glaube, hier haben wir ja auch. Plaudere mit Minnie Maus. Wo ist Mickey? Die ist noch im Restaurant. Er ist noch im Restaurant, okay. Gehen wir da auch gleich mal rein. So. Nein, das nicht. Genau. Mal ganz kurz mit Miki reden. Dass wir das auch abgeschlossen haben und dann, ja. Hallo du! Auch diesmal nur einmal statt sonst immer zweimal. Der Sternpfad, das haben sie mit gemeint, ist ein bisschen kleiner gehalten. So. Oh. Ist hier nur vorhin oder fürs Reden? Wahrscheinlich fürs Kochen vorhin, ne? Gar nicht mitgekriegt. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal zur Kaffeebohne. So. Jetzt zurück. Wo ist er denn? Da oben. Du bist es. Kannst du mir helfen? Dahin. Akka Tiki Baba Kaffeebohnen. Wie trinkst du deinen Kaffee, Stitch? Mit ein bisschen Milch? Weiß nicht. Vor dem Vergessen hat Remi Stitch Kaffee gemacht. Dann sollte ich wohl mit Remi sprechen. Wir können ihm mitteilen, dass er wieder Kaffee auf seine Karte setzen kann. Ist gut, danke. Er war ja hier. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Dich wollte ich nicht? Danke, Kumpel. Ich wollte ihn. Hey, du bist es. Bonjour. Geben. Hey Nadine, was hast du da? Moment, sind das Kaffeebohnen? Stitch und Wally haben mir geholfen, einen neuen Baum voller Bohnen zu pflanzen. Bald wachsen sie überall im Dorf. Das ist fantastisch. Ja. Ich kann meinem Menü so viel hinzufügen. Was soll ich zuerst machen? Vielleicht etwas Schönes und Schaumiges, das man zum Kuchen essen kann? Ich brauche nur etwas Einfaches, um Stitch zu helfen. Nun, bei hochwertigen Bohnen wie dieser ist Einfachheit angesagt. Du kannst sie wie jede andere Mahlzeit zubereiten. Aber gib ihnen Stitch nicht vor dem Schlafengehen. Eine Tasse pro Tag ist wahrscheinlich genug. Bei Stitch gibt es so etwas wie zu viel Energie. Okay, einfach nur Kaffeebohne rein und dann haben wir Kaffee. Koche eine. Okay, mal gucken.
Okay. Ist am Strand. Hier drüben. So. Bitteschön. Aloha. Keuch. Kaffee. Er ist frisch gekocht. Stitch trinkt sofort leer. Oh je. Ducky da. Stitch nicht mehr müde. Ah, das ist gut. Jetzt kannst du mit deiner Energie dem Dorf helfen. Ja, Bösometer ganz niedrig, wenn Dorf helfen. Stitch kann mit Energie Wally bei Gartenarbeit helfen. Jetzt sofort. Dogaba Akachota. So, haben wir das abgeschlossen. Jetzt kümmere ich mich aber nochmal ganz kurz um diese Aufgabe hier. Und gehen mal im vergessenen Land. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir noch eine brauchen oder ob 4 ausreichend waren. Sonst müssen wir noch mal kurz durchs Dorf laufen. So. Oder muss ich erst mit Merlin reden? Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ja. Hey Merlin, ich habe mich gefragt, ob dir etwas Seltsames im Tal aufgefallen ist. Oh ja, selbstverständlich. Die magischen Instrumente in der Bibliothek verhalten sich ziemlich ungewöhnlich. Sie haben einen Zustrom von Magie im Tal registriert. Magie, die hier schon lange nicht mehr zu spüren war. Meinst du, es könnte etwas mit dieser Matroschka-Puppe zu tun haben, die ich gefunden habe? Das ist gut möglich. Vielleicht versucht jemand Neues ins Tal zu kommen. Vielleicht hat sie Schwierigkeiten, sich vollständig zu manifestieren. Ich empfehle dir dringend, alle Anomalien zu untersuchen. Hast du das vergessene Land in letzter Zeit erkundet? Meine Instrumente haben dort eine Störung angezeigt. Vielleicht haben diese seltsamen Puppen etwas damit zu tun. Mach ich. Danke, Merlin. Und jetzt lauf. So, wo ist denn jetzt der Baum? Das war er nicht, ne? Hä? Wo ist jetzt der Baum? Ah, da! So. Ich weiß jetzt nicht, ob 4 ausreichend waren oder ob es 5 waren. Ne, es waren 4. Okay. Bist du Jack Skellington? Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich weiß alles über dich und Halloween Town. Das ist ja wunderbar. Ich erinnere mich gerne an meine Zeit hier. Bist du diejenige, die mich hierher zurückgeholt hat? Ja, das bin ich. Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Dreamlight Valley braucht immer die Art von Schrecken, die nur ich liefern kann. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Was für ein schöner Empfang. Mhm. Ich spüre den Nachhall der Magie, als das Tal wieder bevölkert wurde. Oh. Aber als ich zurückkehren wollte, blieb ich auf dem Feiertagsweg hängen. Wie seltsam. Vielleicht hatte die Feiertagsmagie unerwartete Wechselwirkung mit der Dreamlight-Magie.
Trotzdem bin ich froh, dich wieder im Tal zu haben. Ha. Wunderbar. So, jetzt gibt's was zu tun. Mhm. Könntest du mir zunächst einmal helfen, mich einzuleben? Klar, lass mich einen guten Ort für dich finden. Auf Wiedersehen, mein Freund. Angenehme Schreie. Wir haben Post. Halt, nee, Post. Wahrscheinlich von Jack. Ja. Okay. So. Platziere Jack Skellingtons Haus im Tal. Machen wir auch auf dem vergessenen Land. Da passt er am besten hin. Was für ein Zufall. Genau dich wollte ich sprechen. So. So. Einfach hier vorne also hin. Sei gegrüßt, Nachbar. Hey! Wie? Hallo, hier bin ich. Sprich mit Jack. Hallo. Warte mal, ich muss mal kurz eine Blume suchen. Weil es kann sein, dass er gleich welche braucht für Level 2. Ich weiß nicht, ob ich ihn auch für Bergbau nehmen soll. Ich glaube schon, ne? Du da. Wir müssen dieses Haus ist perfekt, Nadine. Gefällt es dir? Ja, natürlich. Ich spüre schon, wie sich die Idee in meinen Schädel zusammenbraut. Aber ich frage mich, wenn ich über den Feiertagsweg hierher kommen konnte, bedeutet das, dass der Feiertagszauber und die Magie hier miteinander verbunden sind? Scheint so. Wie wunderbar. Jetzt richte ich mich erst einmal ein, bevor ich mich aufmache, um die Wunder des Tals zu entdecken. Ich bin hier, wenn du etwas brauchst, Jack. Gehabt euch wohl, so. Alle miteinander. Aha. Werde ich immer ganz kurz leveln, dass ich noch 2 krieg. Ja, hat mir gereicht. Muss ich noch ein Blümchen holen? Bis dahin muss ich ihn wieder suchen. So. Warte mal, Jack. Okay. So, ich weiß nicht, ob ich in diese Part noch angeln gehen sollte mit Donald. Das wir halt auch gemacht haben. Mal gucken. Wir sind so froh, dass du hier bist. Ach, hier sind mehr. Kartoffelsuppe mit Lauch und Cracker. Kann ich das? Also brauchen wir Kartoffeln. Toll. Okay. Aber Quäker kann ich machen. Ja. So. Und Fischbrötchen will ich auch gleich machen. Quäker. Hey. Und Donald ist gar nicht mehr hier. Habe ich das jetzt auch abgeschlossen. Perfekt.
Oder soll ich das Angeln im nächsten Part machen, sonst hast du wieder Überlänge? Vielleicht mache ich das auch im nächsten Part. Sagen wir, dass ich jetzt auch gleich Schluss mache erstmal. Für diesen Part wieder. Weil ich habe heute nicht ganz so lange Zeit. Ich muss ja noch kurz weg. Deswegen würde ich den Part, glaube ich, an dieser Stelle erstmal beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.